Willkommen zurück bei Evoland. Mensch, was war das für eine schwere Geburt, die letzte Folge. Hier dieser Kampf gegen Sherry, die jetzt hier zu Boden gegangen ist. Hoch, Schluck auf. Kriegen wir alles in den Griff. Ab in die Tiefe. Okay, wir werden belohnt auf jeden Fall. Oder auch nicht. Die anderen beiden sind entkommen. Wir müssen sie finden. Sie sind vermutlich überall Berge. Wenn wir die große Katastrophe aufhalten wollen, müssen wir sie finden. Ich kann es immer noch nicht fassen. Wenn es stimmt, was ihr behauptet, was kann eine solche Explosion verursachen? Dafür wäre eine gewaltige Menge Energie nötig. Ich weiß nicht. Was meint ihr, Freak? Ja, im Ernst? Also, ich zähle auf euch. Bis? In Genua werden wir vermutlich keine Hinweise finden. Wir sollten woanders suchen. Grüne Wampe. Pfui, ist sie klebrig. Ein bisschen Geld hier? Nee, leider nicht. Wo sind wir denn hier jetzt gelandet? Ach, wieder in diesem Haus. Okay, klar. Okay, hier in Genua werden wir wohl nichts finden. Wir sollten es woanders versuchen. Hier komme ich aus der Stadt. Ja, nochmal zu diesem komischen Pflanzenwesen. Oder gleich versuchen, über die Brücke zu kommen. Ich weiß es nicht. Ich versuche es nochmal hier unten jetzt gerade. Bergwerk. Da war ja eigentlich auch nichts, ne? Dürfen wir hier mit ihm inzwischen irgendwie mal interagieren? Ihr seid immer noch hier? Okay. Da hast du. Schön. So, ein bisschen Geld sammeln. Komm schon. Eine Münze. Oh, ich wollte gerade sagen, die Zuschauer erwarten noch, dass wir Geld finden. So, gehen wir nochmal zu diesem Wesen hier. Vielleicht hat das ja einen Plan. Wir Hüter, ja. Kehrt zu mir zurück, wenn ihr erwacht seid. Erwachen konnten wir uns doch bei, wenn wir Mana haben. Haben wir Mana eigentlich? Moment mal. Wunderbares Boot. Ja, ich dachte, dass wir dann bei irgendwem noch die Kraft irgendwie entfesseln können. Hey, wir haben eine Geldmaschine. Ja, aber an Geld hat es uns bisher ja noch nicht gemangelt. Es gibt ja immer nur zwei Sachen zu kaufen in so einem Shop. Aber es ist trotzdem schön, es mitzunehmen, ne? Es ist so der Sammler in uns. Ja, soll ich jetzt nochmal ins Berg... Moment, oder vielleicht durch die Wüste? Da hinten ist was. Was haben wir hier? Hier ist nichts, aber da hinten links sehe ich ein Tor im Berg. Vielleicht geht unsere Reise ja hier weiter. Labor. Das klingt doch schon mal ganz vielversprechend. Vor allen Dingen gibt es hier Büsche mit Geld. Sehr ruhig hier. Noch. Oh, ich kann es doch nicht sein lassen, hier die ganzen Büsche kaputt zu machen. Ah, hier hoch geht's, okay. Diese Tür kommt mir bekannt vor. Kannst du die aufmachen? Nein. Sie vielleicht? Also, ich denke mal, hier müssen wir noch nicht her, weil sonst hätte jetzt hier ein Dialog stattgefunden. Diese Tür kommt mir bekannt vor. Ja, das hilft uns nicht sonderlich weiter. Hier ist auch noch alles ziemlich still. Von daher sind wir hier auch noch falsch. Leider. Ich weiß nicht, ob wir über die Dämonenbrücke eventuell entkommen können. Da hinten geht es dann auch irgendwann noch weiter. Da unten ist noch ein Dorf. Aber so weit sind wir noch nicht. Oh, ist das nervig, hier rüber zu gehen. Die Pirateninsel können wir, glaube ich, auch noch nicht hin. Ich versuch's nochmal auf der Mayenne-Brücke. Nein. Achso, ich kann ja alle zum Kartenspiel auffordern. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Okay. Können wir auch leider nicht einfrieren. Ja, dann werde ich nochmal mein Glück im Bergwerk versuchen. Dann eventuell nochmal zur Lichtung und dann gehen wir wieder auf See. Das ist so der Plan. Oh! Die Wachen sind tot. Terroristen, haltet sie auf!
Karten spielen? Was? Mit dem kann man tatsächlich Karten spielen. Einige Stimmen behaupten, dass ein Mitglied der Königsfamilie... Achso, okay. Oh, die ganzen Wachen liegen hier brach. Sie sind im Bergwerk. Von Dämonen angegriffen. Warum hauen die anderen alle nicht ab? Seid ihr sicher, dass ihr das tun wollt? Ihr habt doch gesehen, was aus ihnen geworden ist. Dämonen sind eine überlegene Spezies. Wieso dachten sie, sie seien die Sklaven der Menschheit? Sie verdienen es nicht, weiterzuleben. Nun gut, euer Wunsch ist mir Befehl. Ich glaube, wenn ich diese Bomben strategisch platziere, sollte ich das Bergwerk zum Einsturz bringen können. Aber dabei werden alle sterben. Wollt ihr das wirklich? Sie sind keine Dämonen mehr. Geht das jetzt in eine Bomberman-Richtung? Wir haben Gesellschaft. Was sieht's aus mit den Gängen da oben? Darum kümmere ich mich. Wie ihr wollt. Dass ihr hier seid, muss bedeuten, dass meine Schwester Sherry... Dafür werdet ihr bezahlen! Krass, das ist tatsächlich so ein bisschen Bomberman, ne? Aber ich kann hier nicht rüber, ne? Nein. Ah! Au. Okay. Erstmal hier so ein bisschen die Mauern wegspringen. Hoppla. Hoppla. Ah. Aber ich kann doch bestimmt, wenn ich hier hingehe, mir so ein Herz holen, oder? Jawohl. Sehr schön. Ah. Bin ich immer zu übereifrig. Legt's aber los hier. Okay. Wer seid ihr? Ihr seid keiner dieser schwächlichen Menschen. Ihr werdet hier nicht sterben. Ich muss meinen Prinzen doch noch dazu verhelfen, seinen Durst nach Rache zu stillen. Ich bin sicher, wir sehen uns schon bald wieder. Okay, ich denke mal, hier kommen wir dann auch rüber. Mal gucken. Oh. Wir haben eine Brücke geschaffen und wir haben Leben bekommen. Und eine riesige Bombe. Nein, die Herzen hauen ab. Oh, jetzt können wir selber Bomben legen. Jetzt braucht ihr nur noch einen Bumerang, damit euer Abenteuerrüstung komplett ist. Sehr schön. Hinterher! Auf sie mit Gebrüll! Oh, wir sind nicht sonderlich weit gekommen. Gibt's hier dieses Erz? Oh. Das war doof. Tja, dann würde ich sagen, spielen wir jetzt gleich eine Runde Bomberman. Wir speichern mal. Können jetzt hier aber auch so ein bisschen durchbomben. Oder auch nicht. Ich habe jetzt gedacht, dass die Kisten hier vielleicht kaputt gehen. Ah, okay, wir müssen hier das alles freispringen. Au, was haben wir denn für heftige Bomben? Ich kann auch tatsächlich mein Schwert nicht mehr bedienen. Wir müssen uns hier einfach den Weg freisprengen und die Gegner besiegen. Dann können wir hier mit unserem Karren fahren. So. Und hier kommen wir dann wieder an, okay. Nur gucken, ob da noch was drin ist. Auf geht es! Ui! Da wäre ich gerne reingegangen. Und da hinten die Kiste holen wir uns auch. Dauert aber einen Moment.
Dauert einen Moment. Klack. Schade. Wir müssen hier auf jeden Fall die Weiche umstellen. Das machen wir doch gerade mal. So, dann lassen wir die Mäuse mal frei. Oh, der braucht zwei. Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber er gibt jetzt auch Erfahrungspunkte. Das ist nett. Puh. Au! Hey, das ist unfair. Tschüss. Ah, reicht nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Sehr gut. Die können also die Bomben weghauen. Wir müssten noch eine Weiche finden, so wie mir scheint. Weil wir dann nur hierher fahren. Ah, da oben ist die andere Weiche. Da muss ich hier lang. Bomberman! Sehr schön. Und nochmal so. Ah, okay, wir müssen erst mit dem Wagen einmal hierher fahren. Dann machen wir das doch gleich. Go, go, go! Und dann geht der Wagen hier lang. So, der Weg ist schon mal frei. Jetzt holen wir uns auch das Kistchen. Die Bomben lege ich einfach nur, weil ich es kann. Und einmal noch. Was haben wir denn hier Feines? Ein Stern? Grüne Pumpe, okay. Und dann würde ich sagen, weg von hier. Okay. Fahren wir hier hoch, hier runter. Wo muss ich denn überhaupt hin? Da oben durch die Tür, nehme ich an. Oder hier zurück. Nein, ich denke mal, ich muss oben durch die Tür. Klack, 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 klack. So. So geht's weiter auf jeden Fall. Ah, sehr gut. Ein Stern! Hoppa. So, und los. So, und als nächstes muss ich nach hier unten. Das sieht ja so schon ganz gut aus. Da muss ich, glaube ich, nur die Weiche stellen, ne? Ne, nicht ganz. So, nein. Fangen wir hier, hier, hier. So fährt er da aber gegen, oder? Oder fährt er hier durch? So wird doch nichts passieren, oder? Nein, ich glaube, wir müssen hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Ja, der Weg ist gerade richtig. Würde ich sagen, geht's los. Go, go, go. Wow, und ein Speicherpunkt. Der kommt uns wie gerufen, denn hier beenden wir diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen auch wieder mal. Ich schätze mal, es wird noch einen richtig schönen Bomberman-Bosskampf geben. Bestimmt in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.